ja Leute, bei der Deutschen Meisterschaft hast du den dritten Platz geholt. Mhm. Kannst du den Bewerb aus deiner Sicht kurz beschreiben? Ja, also war ein super Bewerb eigentlich, hat alles gestimmt von der Isolationszone bis über die Wand halt, war sehr schön organisiert auch vom DRV hier eben und war wirklich guter Rahmen für die Deutsche Meisterschaft auf jeden Fall hier in Wuppertal. Letztlich hat dein Bruder Andreas den ersten Platz geholt der Felix Neumecker hat sich auch noch dazwischen geschoben. Ihr seid aber alle ungefähr gleich hochgekommen. Was war da so der Knackpunkt? Ja, ich bin eigentlich recht schön hochgeklettert, sage ich jetzt mal, bis zu dieser Stelle eben, zu der besagten. Und dann ist man einfach, ich war ein bisschen leichtsinnig sogar. Bin ein bisschen so dahin geklettert, weil ich mich eigentlich so gut in der Wand gefühlt habe. Und habe dann eben gemerkt, oh, jetzt stehe ich mit dem falschen Fuß am falschen Tritt oder am richtigen Tritt, am falschen Fuß eben. Und dann habe ich versucht, eben den Trittwechsel zu machen. Und dabei bin ich halt dann runtergefallen. Und ich hätte das halt ein bisschen, ich hätte mal ein bisschen mehr Zeit lassen sollen dort noch. Und im Nachhinein ärgert es mich natürlich, dass ich jetzt da ein bisschen unglücklich rausgeflogen bin. Aber Wettkampf ist Wettkampf, ein Versuch und ja, hopp oder top, sag ich mal. Ja. Auf die gesamte Wettkampfsaison bezogen kannst du aber durchaus zufrieden sein. Zum Beispiel die Sportlettercups hast du alle gewonnen, über deine Leistung. Genau. Und auch bei den Weltcups konntest du dich immer, so gut wie immer, ins Halbfinale vorkämpfen. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege. Immer eigentlich ins Halbfinale. Und wie bist du insgesamt zufrieden persönlich? Ja, die Saison war eigentlich jetzt von der Durchschnittsleistung her sehr gut eigentlich. Ich hatte nie einen Ausfall, so einen richtigen Ausfall, sage ich mal, dass ich irgendwie im Weltcup im Viertelfinale rausgeflogen wäre, sondern es war ich immer knapp an die Top 10 ran von der Welt her. Und auch die Deutschlandcups alle drei zu gewinnen und diesen Gesamttitel dann zu gewinnen, eben, der auch eigentlich vom Standard her einer deutschen Meisterschaft dann entspricht, sage ich mal, war natürlich eine gute Geschichte. Umso mehr habe ich natürlich erhofft, hier bei der deutschen Meisterschaft natürlich auch noch diesen Titel zu holen, aber das war dann wahrscheinlich zu viel und es hat halt heuer nicht sein sollen, sage ich mal. So gesehen dann eben der dritte Platz für mich und der Andreas das erste. Das ist ja auch toll, dass der Andreas mal wieder ein Erfolgserlebnis hat, weil er hat in den Deutschlandcups heuer ein bisschen Pech immer gehabt. Und von dem her war es eigentlich eine gute Saison bisher. Und zwei Weltcups kommen ja noch. Vielleicht kommt ja noch was Vernünftiges. Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Bei den beiden Weltcups, die noch kommen, bist du auch dabei? Genau, da bin ich dabei. Und also die Woche geht es jetzt eben nach Penne dann noch, nach Italien. Keine Ahnung, was für wann steht, aber schauen wir mal, was da geht. Und dann folgt eine Woche drauf noch der Weltcup-Abschluss in Grani, wie jedes Jahr eigentlich. Und das ist eigentlich immer ein recht guter Wettkampf, bin ich sehr oft im Finale gewesen eigentlich und da erhoffe ich mir nochmal, dass es da auf jeden Fall unter die Top 10 auf jeden Fall klettert. Ja. Ansonsten gilt deine große Vorliebe ja eigentlich dem Felsklettern. Da hast du in dieser Saison auch Schmiederouten geklettert. Mhm. Welche genau und in welchen Gebieten? Ja, also gut. Ich habe ja ein kleines Kind, von dem her komme ich momentan nicht mehr ganz so viel zum Felsklettern, eher dann mal blockartig, sage ich mal. Und da habe ich im Vorfeld vor dem Weltcup in Marbella ein paar Routen eben geklettert in Spanien, war ein bisschen unterwegs eben dort. Und da kamen dann 280 Brüssel raus und das hat mich auch sehr gefreut. Eben. Es war ein toller Aufenthalt eben für mich heuer eben hier in Spanien. Wie wird das nächste Jahr bei dir aussehen? Welche Ziele setzt du dir da? Ja, nächstes Jahr auf jeden Fall die WM, die ja auch in Marbella ist. Und also vorher, glaube ich, gibt es zwei oder drei Weltcups, die werde ich auf jeden Fall mitmachen. Und natürlich auch wieder die Deutsche Meisterschaft bzw. den Deutschlandcup. Das ist auf jeden Fall nach wie vor sehr interessant für mich, eben dort weiterzumachen und dort zu gewinnen. Okay, dann wünschen wir dir erstmal viel Erfolg bei den zwei verbleibenden Weltcups und dann im Nachgang auch die nächste Saison und bedanken uns erstmal für das Interview. Nichts zu danken. Dankeschön.